Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge, meine lieben Freunde. Und wir haben heute was Besonderes vor. Zwar wechseln wir nicht nur diesen hier, sondern machen auch noch ein bisschen anderen Stuff. Dazu kommen wir aber später. Erstmal wechseln wir den Zug und die heutige Folge wird auch etwas länger werden. So, dazu machen wir dieses Werkzeug aus. Wenn der Zug ja fertig über die Weiche gefahren ist, dann drehen wir den lieben Kerl mal um. Und zwar jetzt. So, jetzt haben wir was ganz Besonderes vor auf unserer kleinen Minikarte. Ich muss mir da nur ein geeignetes Plätzchen aussuchen, wo noch nicht so viel geschehen ist. Ich tue am besten mal wieder das Hut anmachen. Nämlich, wo lohnt sich denn am Base denn? Am besten auch in der Hauptstadt. Weil da ist am meisten los und da machen wir am meisten Knete. Wir haben jetzt zwar einen zweiten Zug hier drauf gesetzt, nur ich möchte mal gern was ausprobieren. Und zwar ist ja diese Straße hier. Was ist denn, wenn wir die Straße so machen? Und Tramgleis ja. Und das Ganze mal so. Funktioniert das? In Stückchen. In Stückchen. Und das ist dann die Straße. Okay, das wird jetzt abgerissen. Hier aber nicht mehr. Da kommt die zwei Gebäude. Auf die können wir jetzt mal pfeifen. Ja, mach ich jetzt einfach mal ohne Gleis weiter. Das ziehe ich jetzt mal hier so durch. Und ja, das war's schon alleine. Und jetzt machen wir hier noch ein paar, die Straßen mit Tramgleis. Genau, das geht nämlich bisher hin. Nochmal einmal um die Siedlung hier rum. Und dann wieder zurück. Denn ich habe etwas vor. Das hat nämlich der liebe Hauptmann auch mal probiert. Und guck mal, ja, gehen sie gleich richtig ab. Und zwar hat er probiert, Steigung zu groß. Okay, wir machen erstmal den Rest hier, weil der klappt da ziemlich gut. Ein Gebäude muss entfernt werden. Gucken erstmal hier. Jo. Und hier wird das wieder dieses. Und das wird hier mit reingenommen. So, mal gucken, wo ist der Bahnhof? Hier ist der Bau nicht möglich. Okay, und was ist mit Sonnenstraße? Da ist der Bau möglich, okay. Müssen wir hier mit Sonnenstraße weitermachen? Denn wir führen die ja jetzt auch wieder hier hoch. Und hier rüber. Und dann sind wir ja wieder auf der Straße. Alles klar. Das gefällt mir nicht. Das kann man noch ein bisschen
Gerader bauen. Genau. Und hier ist ja auch ein kleines Stückchen. Wo ich mir denke, warum ist da... What the fuck? Warum ist da die Steigung zu groß? Ich kann doch einfach auch den da machen. Ich verstehe es nicht. Ist da was, was wir da machen? Ja, ich habe jetzt hier... Ach nee, Autospeicherung, alles klar. Nein, nein, nein. Bild ab, geht das nicht? Ach so. M. Geht auch nicht. Warte mal, ich bin doch dämlich. Zack. Gehen wir mal leicht nach unten. Gehen wir mal leicht nach oben. Und kommen wir hier raus. Ne, warte mal, ich reiß das hier nochmal ab. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu steil gewesen. So, da können wir ja schon wieder... Ne, den da machen. Wenn wir hier drüben sind, können wir den da machen und hier kommen wir raus. Müssen wir noch den wegnehmen. Und dann sind wir wieder ganz leicht per Du rum. Okay, hier drüben geht es mir noch ein bisschen zu steil nach oben. Dann nehmen wir das nochmal raus. Nein, 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 nein. Okay. Das klappt. Jetzt machen wir mal ein paar Haltestellen. Bus- und Tram-Haltestellen. Mach den mal hier draußen. So, komm, wer schön. Es geht schon mit zur Stadt, kann man sagen. Da kommen wir schön. Und da. Müssen wir natürlich hier noch eine Buslinie mit hochnehmen, die dann die Leute hier oben abholt. So, hier haben wir schon welche gebaut. Dann ist hier Landstraße, la 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 la. Da kommen die nächsten Haltestellen erst wieder hier im Stadtgebiet. Da sind Haltestellen. Hier ist auch eine Haltestelle. Ich würde mal hier noch eine hinmachen. Und vor dem Bahnhof auf jeden Fall. Zack. Jo. Und hier darf ich keine hinmachen, oder was? Doch. Da darf ich auch eine hinmachen. Sehr gut. Jo, da machen wir mal eine Linie. Eine Linie, bitte nicht braun. Mal irgendwas, was man sieht. Gelb. Okay. Fangen wir mal hier an. Ich gehe mal nach oben erst, oder? Gehen wir erstmal hier lang. Wir machen das mal so, wie es am günstigsten ist. Da lang. Hier. Dort. Dort. Ja. So. 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 Zack. 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 Haben wir das erstmal? Genau, das ist dann die... Tram.
Nee, ich würde alles groß schreiben. Tom. So, jetzt wieder nicht. Alfhausen. Lass Trupp. Genau. Und da wir hier schon übelst fettes Straßenfahrzeugdepot haben, bauen wir jetzt hier noch ein übelst fettes Tramdepot hin. Und es passt doch hier perfekt hin. Elektrisch. 16, 11, 16, 11, 16. Wir machen das nicht gelb. Schaut nicht so schön aus. Dieses dunkle Grün gefällt mir eigentlich übelst gut. 1, 2, lalalala. Die können 60 Stundenkilometer schnell alle zuweisen. Weg zur Haltestelle nicht gefunden? Willst du mich eigentlich verarschen? Sind die auch elektrisch? Die sind elektrisch. Okay. Ich mach mal kurz das Ding zu. Ja, ich hab's so verstanden. Da muss ich das nochmal aktualisieren. Das ist elektrisch. Alles klar. Oh. Die ersten Fahrzeuge. Haben sie auf doppelte Geschwindigkeit, das gefällt mir nicht. Also elektrisch. Nein. Machen wir erstmal die Stadtgebiete hier. Zack. Achso, auch nicht möglich. Da müssen wir die kleinere Straße nehmen. Zack, zack. Ist das nicht elektrisch? Also wirklich jetzt mal. So, das haben wir. Jetzt gehen wir auf die. Neue Züge. Das sieht stark nach einem Triebwagen aus. Wenn ich das jetzt so nehme. Zack. Zack. Und jetzt fängt wieder die an. So, so. Nee, okay. Gehen wir jetzt hier rein. Die Ecke, die Ecke, die Ecke. Da haben wir fast was Kleines vergessen. So, jetzt müssen wir eigentlich vollständig sein. Ich gehe jetzt nochmal ins Depot. Also habe ich mich so erschrocken. Alle zuweisen auf die Tram. Sehr schön. Jetzt geht's los. Das wilde Gewusel. Ich stelle mich mal auf die andere Seite. Er kann gleich mal umkehren, ja. Also das brauche ich ja nicht mehr zu machen. Das machen die eigentlich automatisch. Dort Ewigkeiten wahrscheinlich, bis die hier oben ankommen, oder? Aber ich finde, das macht es schon gut. Weil wenn wir die in den weiteren 100 Folgen mal zusammenbekommen, die Städte hier, das macht es schon gut, ne? Jo. Warum halten die hier an? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall noch eine Straße. Nein. Und die Straße, die führen wir natürlich wieder hier hin. Da fand die nämlich jetzt auch durch. Sehr schön. Ich kann hier mal einen kleinen Screenshot machen.
zur Tram, die hier über die Lande fährt. Da schaut das Bild doch schon fast besser aus. Zack. Screenshot gemacht und weiter. Jetzt kommen die ganzen Trams hier angefahren. Fahren die schon 60? Ja. Sehr schön. Das sind die ersten, die hier ein paar Leute mitnehmen. Zwei Leute nämlich. Die fahren fast voll. Das gefällt mir. Die haben jetzt hier ein paar Begleiter. Im Skitrams, die sich hier im Berg hochkämpfen. Weil die Leute hier stehen bleiben, ich habe keine Ahnung warum. Warum bleiben die Leute hier stehen? Hier wechseln auch viele. Die Straßenseite. Ich habe keine Ahnung warum, aber wir werden sehen. Die weiße schaut auch nicht schlecht aus. Das ist der Express nach Schwanmühle. Die weiße hat Style. Schaut gut aus. Die schaut gut aus. So, jetzt haben wir mal die Überlandtram gebaut. Ich bin gespannt, wie die mal läuft. 12 von 16, also die wird wahrscheinlich gut laufen, weil das ist eine Verbindung, die sehr oft genutzt wird, auch als Arbeitsplatzverbindung. Und so werden die Straßen noch ein bisschen... Ich möchte jetzt nicht sagen vollgestopft, aber ich tue jetzt auch mal hier, guck mal, du kannst umgedreht werden und du auch. Und die auch. Weil sonst ist das mir zu viel Wusel. Guck mal, die kann auch mal umgedreht werden. Und die auch. Wieder zwei Stück, die hintereinander fahren. Okay, hier kommen jetzt auch noch ein paar andere. Guck mal, hier drüben ist jetzt quasi keine Tram. Die sind jetzt alle hier drüben. Und das ist doch schon ein bisschen... Guck mal, eine fährt jetzt hier rein. Das ist auch clever. Ist clever. Fahren wir doch hier mal mit bei einer. Gucken wir uns das doch mal an. Ich finde jetzt so cool, dass man den Tunnel reingucken kann mit dem neuen Design auch. Und auf der anderen Seite wieder rausgucken. Die Berge im Hintergrund sind auch schön. Da ist ja das Skigebiet. Ich finde es cool, dass man von dem Zug nur das Dach sieht, so ziemlich. Das hat schon was. Und so den großen Überblick in die Stadt hat, ne? Das hat auch was.
Gleich mal ein Follow machen. So, und hier ist jetzt ein wenig Stau. Was war denn der hier? Tun wir den mal wieder zurück. Fahren lassen. Und jetzt lassen wir das mal ihren Lauf nehmen. Die haben natürlich noch alle null. Und durch diese kleinen Wartezeiten, bis der nämlich hier hinten ist und kann da schon wieder weiterfahren. Das hat man ja hier jetzt auch. Hier ist er schon im Bus. Wir hatten 9 Leute. Konnte die nicht alle mitnehmen? Guck mal, die fährt voll. Cool. Und die Haltestelle ist übelst ausgebucht jetzt. 61 Leute. Und die ist voll. Und die ist voll. Es sind so viele Gewerbe, die so nah an den Städten sind, das ist der Wahnsinn. Aber wir können ja auch nicht alles nehmen. Fahren die denn auch alle voll? Guck mal, die fahren alle voll. Ist schon krass. Die 2 Züge, die fahren jetzt halb voll. Das ist gut. Das ist gut. Und die Leute, die laufen auch hier hin, ne? Die laufen hier hin. Ja, das ist schon eine gute Investition gewesen. So, jetzt tun wir hier mal schauen. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Und zwar Linien. Und hier Fahrzeugersatz. Stehen jetzt irgendwo rote Jahre. Nee. 30 Jahre. Ja, wir gucken einfach mal hier oben. Steht es noch hier oben drin? Nein, keine Warnungen. Und kann man das einsehen? Nicht alles Sichtbare, alle. Fahrzeugersatz. Okay. Ein. Das war jetzt die 104. Wir fangen mal oben an. Zack, okay. Zack, okay. Ist das auch? Ja. Dann die 103. Zack, okay. Guck mal, die wechseln nämlich schon, das ist gut. Zack, okay. Upsala. Alles hat man gerade. Okay. Was haben wir? Zack. Okay. Guck hier, meine ich hier. Das Skigebiet. Und hier ist auf der anderen Seite. Hier ist die Serpentine und hier ist das Skigebiet. Ja, wo man dann das so runter fahren kann. Hier oben stand auch meine Bank. Ja, da. Da ist eine Bank mit einer Laterne. Und da ist auch eine Lampe.
Die wollte ich eigentlich noch bis runter zu machen, dass es ein bisschen beleuchtet ist in der Nacht, aber das ist ja erstmal egal. So, weiter geht's im Geschäft. Nöt, hat's gemacht. Jetzt komm nicht mit einem neuen Bus. Oh, die Miage. Wo haben wir das Depot? Hier. Ist natürlich schon 23. Und es ist auch ziemlich cool, dass wir jetzt eine neue Tramstrecke gebaut haben. Finanzen? Ne, Details. Genau, Fahrzeugersatz. Nämlich die. Okay. Ein. Aber jetzt mal sofort ersetzen. Jo. Als grün, ne? Ich hoffe, das hat es auch geschnackelt. So, hier machen wir weiter. Das haben wir schon. Die 41. Zack. Die 51. Und die 42 haben wir vergessen. Da. So, die 61. Die 171, oder das ist eine Straßenbahn. Updaten wir mal und machen wir auch mal gelb. Gelb habe ich gesagt. Na, das schaut blöd aus, ne? Das schaut noch blöder aus. So hell. Okay, ich lasse mal so. Zack. Ne, nicht sofort ersetzen. 100%, jo. Das langt vollkommen zu. Guck mal, die wird schon ersetzt. Das ist super. Zack. Den könnte man ja weiß gestalten. Okay. Und mal hier. Das ist Pustol. Pustol. Kriegt jetzt mal Orange. Und ebenfalls Orange. So ein bisschen Vielfalt hier reinbekommen. Die 201. Die 202. Stahnsdorf. Zentralbahnhof. Die 211. Das ist Schwanenmühle. Die kriegen mal ein wunderbares Blau. Oder machen wir da mal ein helleres Blau oder noch ein noch helleres Blau. Nee, nicht das, das. Schaut aber auch blöd aus, ne? Das schaut auch noch blöder aus. Nämlich lieber mal das ganz dunkle. Jo, und noch eine Schwanenmühle. Oh, Moment, das war falsch geklickt. Dahinter muss ich. Hey, da dauert's. Und dahin und ein dunkelblau. Okay. So, Lastrup bekommt lila, violett, okay, und noch ein violetter oder weinrot, das schaut auch super aus, jetzt habe ich wieder falsch geklickt, ne? Weinrot, na guck mal, machen wir mal zwei verschiedene. Reichen Schwand. Möchte gerne braune Autos haben. Das Ganze noch einmal. Parkstein ABC.
schaut so lachsfarben da aus. A, B, C. Guck mal, die haben überhaupt noch keinen Fahrzeugersatz. Die haben noch keinen Fahrzeugersatz hier. Das finde ich nicht gerecht. Oh, müssen wir auf einen. Das haben wir jetzt bestimmt bei vielen vergessen. Ne, Parkstein waren wir. Parkstein. Parkstein-Zentrum. Parkstein-Zentrum. Zack. Und ein. So, die Schiffe. Das haben wir sogar mit sofort ersetzen, aber guck mal. Es sind immer noch verschiedene. Oh, nochmal sofort ersetzen. Alle. Dass es jetzt endlich mal läuft. So, LKW. Ich glaube, da gibt's noch nichts Neues. Güterverkehr. Oder doch? Da gibt's was Neues. Er kann nämlich 16 mitnehmen und nur 11. Sehr gut. Machen wir das doch mal. Die sind auch ziemlich alt, alle. Zack. Okay. Ein. So, den nächsten, das sind Waren-LKWs. Waren. Waren sind ganz unten. Zack. Okay. Ein. X. Brot Alfhausen. Brot. Das ist das zweitletzte. Alles klärchen. Brot Hilst. Zack, zack. Nein, ich möchte das nicht sofort ersetzen. Dann Valmo. Und dann haben wir es ja gleich durch mit den... Ja, auch Brot, ne? Ja, auch Brot. Guck mal, er kann auch ein bisschen schneller fahren. Das ist super duper. LKW Elsdorf. LKW Emmershausen. Emmershausen möchte einen automatischen Betrieb haben. Der nimmt wahrscheinlich alles mit. Kühlnetzwerk 2, Baumaterial. Der liefert Baumaterial. Geht das? Ja, kann ich leider nicht Doppelklick anwenden. So, ein. Guck mal, die haben alles noch kein Eisen. Die haben alles noch kein Eisen. Nein, die haben alle noch keinen Fahrzeugersatz. Aber das ist eine Special-Folge hier. Die geht mal ein wenig länger, meine lieben Freunde. Und da haben wir doch auch Spaß dran. Yippie, so. Das ist, Bretter, nee, Holz zu Bretter. Oh ja, Holz, Holz, ja. Ein. Und das ist Treibstoff nach Lastrup. Kann der Treibstoff transportieren? Das nehme ich doch mal stark an. Wenn das nämlich da steht, dann wird das wohl so stimmen. Reichenschwand Güterverkehr. Dann lassen wir das doch mal auf automatisch. Aber der Fahrzeugersatz, den stellen wir ein. Und das, zack, hier automatisch. Nö, nö. Wir wollten ja schon. Gut, das kann man jetzt auch hier ändern. Sehr schön, das haben wir jetzt erst geändert und da haben wir auch. Das dahinter gehangen. So, hier sehen wir jetzt auch die Taktzeit. Ich möchte gern nicht über 10 Minuten. Hier ist einer mit 10 Minuten, aber der macht Plus.
Die haben alle keinen Fahrzeugersatz. Guckt euch das an. Krass. Die haben keinen Fahrzeugersatz. Fangen wir am besten mal oben an. Nämlich bei diesem. Und wir fangen mal am besten ganz oben an. Achso, den haben wir jetzt erst hinzugefügt. Das ist der Nassau Bruge. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder? 8. Also das steht auch hier. Es sei es mir verdammt, dass ich das nicht gesehen habe. Macht Fett Plus. Wäre vielleicht auch cool, wenn der Fett Plus machen würde, wenn er schneller fahren würde. Deswegen nehme ich das mal weg. Und nehmen wir mal den hier. Das ist eine blaue Linie. Also können wir den auch ruhig blau machen. Zack. Und nehmt dazu Passagierwagen, die 9 in blau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und weil wir gütig sind, machen wir noch einen 9. dazu. Oh, habe ich den jetzt schon dran gemacht? 1, 2, 3, 4, 5. 1, überall ab, das hier im Menü zu zählen ist übelst scheiße. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein. So, haben wir das? Achso, da waren wir gerade. Dann hier, Hilst Valmo. Machen wir dasselbe mal in gelb. Schaut denn der aus in gelb? Nicht so schön, sieht aus wie Pisse. In Lachs schaut. Ah, in Lachs schaut ja gut aus. Machen wir den Zug mal Lachs farmen. Da sieht das wiederum aber blöd aus. Warte mal. Gelb, was ist denn das für gelb? Das sind 7. Das sind die kleinen. Wie viel Fassung hat denn der? 98. Das sind 5 Wagen davon. Der fährt aber voll. Ich guck mal, was der hier wieder einfährt. Und danach geht's weiter. Lalalala. Fährt auf jeden Fall voll. Da tue ich mal noch 2 Wägelchen ranhängen. Klick mal auf ja. Tun wir den mal ersetzen. Boah, hier haben wir ja 2 verschiedene Wagen in so Pruge. Das ist ja lustig. In Vollorange sieht er nicht so prickelnd aus. Nun gut. Gucken wir doch mal. Und zwar. Das hat 2-mal. Und ich mache da mal 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir mal 8. Oder? Machen wir 9? Machen wir 9. Gut. Ihr habt mich da überredet. Ich kann nichts dafür. Zack. Weil der hat nur 88 und der hat 170. Ja, das passt schon. Wir haben 9 rangehangen. Dasselbe können wir hier auch nochmal machen. Aber in grün. Dasselbe in grün. Das schaut auch nicht schlecht aus. Ein Passagier. Das sieht nicht so schön aus. Nein. Ja. Damit kann ich leben. Da kommt das ab. Da kommt das ab.
Ist was Elektrisches, was Neues? Oh ja. So. Ohne Farbe. Rot. Ich möchte hier nicht alles bunt machen. So, machen wir den auch am besten auch mal, was weiß ich, weiß? Nee, rot. So. Und den hier. Was war das hier? Zack. Jo, das passt. Sehr schön. Passagier. Zack. Ein. Wo war man jetzt? Da, da. Machen wir, genau. Machen wir dasselbe hier auch nochmal. Was wir gerade gemacht haben. Und zwar auch in dem Dunkelrot. Das hat mir eigentlich super gefallen. In dem Weinrot. Und das war der Kawamsmann hier. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein. Da waren wir jetzt, genau. Und Putzel Elsdorf. Da fährt nicht so viel mit, oder? Jo. Da machen wir nur 6 Waggons ran. Aber Moment mal, wenn wir, das ist elektrisch, das ist überhaupt nicht elektrisch. Wir müssen hier ein paar Strecken elektrifizieren. Eieiei. Welche hatten wir uns auf, bevor wir das jetzt hier machen? Die. Die. Die ist noch Dampf. Okay, die zwei Strecken müssen wir elektrifizieren, weil sonst geht das nicht. Und zwar sind die letzten zwei. Zack. Und zack. Zack und zack. Achso, die haben wir schon auf, alles klar. Die haben wir schon auf. Die grüne ist ja. Einmal die schon elektrifiziert. Nope. Dann machen wir das jetzt mal. Zack. Oberleitung, ja. Dann machen wir mal so. Zack. So. Mal hier weg. Hier fährt er nicht lang. Aber hier ist rot. Hier auch. Oh, zack. Zack. Hola. Oh Mann, der hat so gehupt. So. Jo. Die Grünen haben wir auf jeden Fall schon mal. Auto ist safe. Oh ne. Das ist August. So, jetzt suchen wir die blaue. Achso, das ist die gleich. Okay. Ziehen wir gleich durch.
Sehr gut. Okay. Das haben wir schon mal. Die jetzt hier durchgezogen bis zum Bahnhof. Nicht ganz. Zack. Zack. Das ist schwierig. Okay. Jetzt haben wir alle beide. Sehr schön. Ich höre jetzt auf, meine lieben Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Transportfieber oder in einem anderen Projekt oder Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bye bye, euer Cedric. Tschüss.